Buch Das letzte Jahr des ersten Zeitalters. Band 3, erste Saat. Von Koralabak Tobanai. 15. der ersten Saat im Jahre 2920. Kaer Savoy, Cyrodiil. Von seinem Aussichtspunkt hoch oben auf dem Hügel konnte Kaiser Romain III. Noch die Turmspitze der Kaiserstadt sehen. Aber er wusste, dass er weit weg von zu Hause war. Fürst Clavius bewohnte zwar ein luxuriöses Anwesen, aber es war nicht annähernd groß genug, um die ganze Armee innerhalb seiner Mauer aufzunehmen. Zelte säumten die Hänge und die Soldaten badeten in Scharen in den berühmten heißen Thermalquellen des Fürstes. Kein Wunder, die Kälte hing noch in der Luft. Euer Sohn, Prinz Jurek, fühlt sich nicht wohl. Auf Potanat Versui sei, das Wort dahin, erschrak der Kaiser. Wie der Akavari durchs Gras gleiten konnte, ohne einen Laut zu machen, war ihm ein Rätsel. Vergiftet, möchte ich wetten, murrte Ramon. Sorge dafür, dass er ein Heiler bekommt. Ich habe ihm gesagt, er soll ein Vorkoster anstellen. So wie ich. Aber der Junge ist eigensinnig. Wir sind von Spionen umgeben, das weiß ich. Ich glaube, Eure Kaiserliche Majestät haben recht, sagte Versuisei. Dies sind tückische Zeiten und wir müssen dafür Sorge treffen, dass Morrowind diesen Krieg weder durch den Sieg im Felde noch durch hinterlistige Methoden gewinnt. Deshalb würde ich vorschlagen, dass ihr nicht die Vorhut in die Schlacht führt. Ich weiß, dass ihr das gerne tätet, so wie einst eure berühmten Ahnen Romain der Erste, Brazolos, Dor und Romain der Zweite. Aber ich fühlte, das wäre tollkühn. Verzeiht bitte, wenn ich mich zu offenherzig äußere. Nein, nein, Romain nickte. Ich glaube, ihr habt recht. Wer soll denn die Vorhut anführen? Prinz Juliek, hätte ich gesagt, wenn es ihm besser ginge, antwortete der Akavari. Ansonsten würde ich Stroik von Varum vorschlagen, mit König Nagea von Stormfeste. An der linken und Kriegsherr Uglat von Klein Motorien an der rechten Flanke. Ein Kjati an der linken Flanke und ein Argonier an der rechten. Der Kaiser runzelte die Stirn. Ich vertraue diesen Tiermenschen nicht. Der Potanat nahm dies nicht als Beleidigung auf. Er wusste, dass sich Tiermenschen auf die Eingeborenen von Tamriel bezog, nicht auf Trakasi von Akavari, zu denen er gehörte. Ich bin völlig eurer Meinung, Kaiserliche Majestät, aber ihr müsst zugeben, dass sie die Dumer hassen. Uglavat hegt einen besonderen Groll gegen sie nach all den Sklavenjagden in seinem Land durch den Herzog von Gramfeste. Der Kaiser raunte ein, dass dies so war und der Potanat zog sich zurück. Überrascht stellte Ramon fest, dass ihm der Potanat zum ersten Mal vertrauenswürdig erscheint. Er war jemand, den man auf seiner Seite haben wollte. 18. Erste Saat 2920, Alt-Erfurt, Morrowind. Wie weit weg ist die kaiserliche Armee? Fragte Vivek. Zwei Tagesmärsche von hier entfernt, antwortete sein Leutnant. Wenn wir jetzt aufbrechen und die Nacht durchmarschieren, können wir morgen früh die Hochebene von Priai erreichen. Unsere Kundschafter berichten, dass der Kaiser die Nachhut befehligen wird. Storik und Varum führen die Vorhut an. Naguea von Stornfeste, die linke Flanke, und Ulagua von Kleinmotoin, die rechte Flanke. Ulagua? Flüsterte Vivek, der soeben eine Idee hatte. Ist diese Auskunft vertrauenswürdig? Wer brachte sie uns? Ein bretonischer Spion in der kaiserlichen Armee,
sagte der Leutnant und zeigte auf einen jungen, blonden Mann, der vortrat und sich vor Vivek verbeugte. Wie ist euer Name und warum arbeitet ein Bretone für uns und gegen Cyrodiil? Fragte Vivek lächelnd. Ich heiße Carcy Whitney Dwaynen, antwortete der Mann. Und ich arbeite für euch, weil nicht jeder von sich sagen kann, dass er für einen Gott spioniert hat. Außerdem habe ich gehört, dass es, naja, gewinnbringend sein würde. Vivek lachte. Das wird es auch sein, wenn eure Auskunft stimmt. 19. Der erste Saat im Jahre 2920. Bodrum, Morrowind. Das ruhige Dörfchen Bodrum blickte auf den sich windenden Fluss Pirai hinab. Es war eine idyllische, leicht bewaldete Lage an einer Biegung des Flusses mit einer steilen Böschung im Osten und einer prächtigen Wildblumenwiese im Westen. Hier traf die seltsame Flora von Morrowind und die wunderliche Flora von Cyrodiil aufeinander und vermischten sich wunderbar. Zeit zum Schlafen wird es genug geben, wenn ihr fertig seid. Diese Worte hatten die Soldaten an diesem Morgen immer wieder gehört. Nicht genug, damit dass sie die ganze Nacht durchmarschiert waren, jetzt mussten sie an der Böschung Bäume fällen, um einen Damm zu bauen, damit der Fluss über seine Ufer trat. Die meisten von ihnen waren inzwischen zu erschöpft, um sich über ihre Müdigkeit zu beklagen. »Habe ich das recht verstanden, Herr?« sagte Vivek's Leutnant. »Wir beziehen Stellung auf der Böschung, damit wir von oben Pfeile und Zauber auf sie herabfeuern können. Deshalb müssen alle Bäume abgeholzt werden. Durch den Damm wird der Fluss die Ebene überschwemmen. So werden sie durch Schlamm waten müssen, was ihr Vormarsch behindert.« »Genau, das ist die Hälfte davon«, sagte Vivek zustimmend. Er packte einen Soldaten am Arm, der einen Baum fortschleppte. »Halt! Ich möchte, dass die geradesten, kräftigsten Äxte abgetrennt und daraus Speere geschnitzt werden. Wenn ihr euch etwa 100 weitere Leute sucht, benötigt ihr nicht mehr als ein paar Stunden, um so viele zu machen, wie wir brauchen.« Der Soldat nickte müde und tat, wie ihm geheiß. Männer und Frauen machten sich an die Arbeit, um aus Ästen Speere zu formen. »Verzeiht mir, wenn ich das bemerke«, sagte der Leutnant, »aber unsere Soldaten brauchen nicht noch mehr Waffen. Sie sind zu müde, um die zu halten, die sie haben.« »Diese Speere sollten sie nicht halten«, sagte Vivek. Im Flüsterton fügte er hinzu, »wenn wir sie heute Nacht erschöpfen, werden sie in der nächsten Nacht gut schlafen. Dann macht er sich daran, die Arbeit zu beaufsichtigen.« Es war natürlich wichtig, dass die Speere scharf waren, aber ebenso wichtig, dass sie gut in der Hand lagen und proportional zugespitzt wurden. Die ideale Form für eine Spitze, die ihr Stabilität verlieh, ist nicht die kegelförmige Spitze, die einige Lanzen und Speere besitzen, sondern eine Pyramide. Er ließ die Leute die Speere schleudern, die sie gefertigt hatten, um deren Stärke, Schärfe und Flugeigenschaften zu prüfen. Und er zwang sie, von Neuem zu beginnen, wenn die Speere zerbrachen. Aus der bloßen Erschöpfung heraus lernten die Soldaten allmählich, wie man einen perfekten Holzspeer machte. Als alle Speere fertig waren, zeigte er ihnen, wie und wo sie aufgestellt wurden. In dieser Nacht blieb das übliche Zechgelager vor der Schlacht aus, und es gab keine nervösen Grünschnäbel, die vor Angst um die bevorstehende Schlacht nicht zur Ruhe kamen. Sobald die Sonne hinter dem bewaldeten Hügel unterging,
bewegte sich bis auf die Wachposten nichts mehr im Lager. 20.1. Saat im Jahre 2920. Bodrum Morrowind. Miravor war erschöpft. Seit 6 Tagen hatte er die Nächte mit Glücksspiel und Hurerei verbracht und war die Tage durchmarschiert. Er freute sich auf die Schlacht, aber noch mehr auf die Ruhepausen danach. Er stand unter dem Befehl des Kaisers an der hinteren linken Flanke, was ihm gut passte, da es dort unwahrscheinlich war, dass er umkam. Andererseits bedeutete es, dass er durch den Schlamm und Dreck der vormarschierenden Armee laufen musste. Als sie begannen, die Waldblumenwiese zu überqueren, versank Miramor und alle Soldaten um ihn herum bis zu den Knöcheln im kalten Schlamm. Es war anstrengend, sich überhaupt fortzubewegen. Weit, weit vor ihm konnte er sehen, wie die von Fürst Stroik geführte Vorhut der Armee gerade von der Wiese aus an den Fluss einer Böschung gelangte. Da geschah es. Wie aufsteigende Dedras erschien auf dem Kamm der Böschung eine Armee von Junir, die Welle von Pfeilen und Feuern auf die Vorhut herabregen ließen. Gleichzeitig galoppierte eine berittene Truppe unter den Fahnen des Herzogs von Gramfeste am Ufer entlang und verschwand, wo sich der seichte Fluss in die Enge des bewaldeten Tals im Osten senkte. An deren linken Flanke brüllte Kriegsherr Ulguat bei diesem Anblick vor Wut und nahm die Verfolgung auf. Königin Negea schickte ihre Flanke zum westlichen Ufer, um die Armee auf der Böschung abzufangen. Der Kaiser war völlig ratlos, seine Truppen steckten im Morast fest und konnten sich nicht schnell genug bewegen, um sich dem Kampf anzuschließen. Er befahl ihnen, sich nach Osten in Richtung der Bäume zu wenden, falls die Truppe aus Gramfeste versuchen sollten, sie hinterrücks aus dem Wald zu überfallen. Das geschah nicht. Aber viele Männer, die in diese Richtung blickten, versäumten den Kampf völlig. Miramor behielt weiter die Böschung im Auge. Auf das Zeichen eines großen Doomers, von dem Miramor annahm, dass es sich um Vivek handelte, richtete die Kampfmagier ihre Zauber auf etwas, das in westlicher Richtung lag. Aus dem, was dann geschah, schloss Miramor, dass es ein Damm war, über die Truppen der linken Flanke unter Negea ergoss sich ein riesiger Wasserschwall, schwemmte diese in die Vorhut und trug alle zusammen flussabwärts nach Osten davon. Der Kaiser zögerte kurz, als würde er auf die Rückkehr seiner besiegten Armee warten, und befahl schließlich den Rückzug. Miramor versteckte sich im Schilf, bis alle Truppen vorbeigezogen waren, und wartete dann so leise er konnte zur Böschung. Die Truppen Morrowinds zogen sich ebenso in die Lager zurück. Als er am Ufer entlang wartete, konnte Miramor hören, wie sie ihren Sieg feierten. Weit östlich fand er die kaiserliche Armee. Sie waren in einer Falle aus Speeren getrieben worden, die quer über den Fluss aufgespannt waren. Die Flanke unter Negea, die Vorhut unter Stroik und die rechte Flanke unter Ulaguat. Die Leichen hunderten von Soldaten, aufgereiht wie eine Perlenkette. Miramor nahm den Toten so viele Wertsachen ab, wie er nur tragen konnte, und lief dann stromabwärts weiter. Er musste viele Meilen gehen, bevor das Wasser wieder klar und nicht mehr vom Blut verschmutzt war. 29.1. Saat im Jahre 2120. Hageth, Hammerfell.
ein Brief für euch aus der Kaiserstadt«, sagte die Hauptpriesterin und reichte Corda das Pergament. Alle jungen Priesterinnen lächelten und machten erstaunte Gesichter. Aber tatsächlich schrieb Corodas Schwester Raichi sehr häufig und mindestens einmal im Monat. Corda ging mit dem Brief in den Garten, eine Oase in einer eintönig sandfarbigen Welt des Konservatoriums, um ihn dort an ihrem Lieblingsplatz zu lesen. Der Brief selbst enthielt nichts Ungewöhnliches. Die üblichen Geschichten vom Hof über die neueste Mode, die zu weinrotem Samt tendierte, und über den ständig zunehmenden Verfolgungswahn des Kaisers. Du kannst dich glücklich schätzen, so weit weg von all dem zu sein, schrieb Raichi. Der Kaiser ist überzeugt, dass seine jüngste Niederlage auf dem Schlachtfeld nur durch Spione im Palast zu klären ist. Er hat sogar mich ins Verhör genommen. Ruptaga, bewahre, dass du je ein solches interessantes Leben führst wie ich. Corda lauschte den Geräuschen der Wüste und betete zu Rupta, dass ihr genau das Gegenteil zuteil werden möge. Fortsetzung der Geschichte des Jahres 2920 werde ich euch gerne in der nächsten Vorlesung am 4. Advent erzählen. Bis dann, danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen.